kill me when you had a chance, Benny Blanco. In the trap mit dem Bricks, so wie Benny Blanco. Wir poppen Champagne, so wie Benny Blanco. Und wir pushen Cocaine, so wie Benny Blanco. In the trap mit dem Bricks, so wie Benny Blanco. Wir poppen Champagne, so wie Benny Blanco. Und wir pushen Cocaine, so wie Benny Blanco. Yeah, YSL, blow up the narrow gang, 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 gang. Yo, 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 was ist Gucci? Ich bin's, Money Boy, aka Lil Young, Blow Up Dinero Gang. Louis ist mir im Moment lieber, ich bin lieber im Louis Store. Auch wenn er zu hart wird, einfach die Door aufgebreakt. Wie ich auch in meinem Video zu sehen ist, der Louis Store war zu. Und wie begrüßen dich die Leute im Gucci bzw. im Louis Store? Kennen die dich? Ja, okay. Klar, also. Da wird natürlich salutiert vor dem Boss. Du hast uns ein kleines Exclusive vorbereitet, okay, einen kleinen Freestyle. Okay. Willst du direkt loslegen? Ja. Okay, Money Boy Exclusive für hiphop.de. Ich bin der Big Boss im Game, so wie Rick Ross, okay? Money Boy, ich mach Paper wie die Notenbank und bin fly und zwar ähnlich wie Pilotenpunk. Yeah, Money Boy, der Chef in dem Game. Ich bin ab jetzt ein Problem. Weil ihr den Swag nicht versteht, yeah. Weil ihr nicht begreift, Mann. Ich stunte so hart, es kann sein, dass ich einen Hater mit einer Hantel erschlag. Bei mir läuft, ähnlich wie ein Hamster im Rad. Wenn ich sterb, möchte ich gelbe Diamanten am Sarg. Brr. Ja. Weiß die Bitch, mit der du Weihnachten feierst, schon, dass sie die Bitch Nein, ist, mit ich, der du Weihnachten ich feierst? Ich weiß es selber auch noch nicht. Ich weiß nur vielleicht, welche Bitch ist vielleicht, also Bitch, Lady, welche... Welche Lady das heute ist oder so, ich habe schon Blickkontakt mit ein paar Mädels im Publikum gehabt. Flyer als eine Taube fragt, ist der Flyer als eine Taube und supportet er die Tauben Slime Cocaine Gang? Brr, so wie Birdman. Ja, support ich definitiv. Shoutout an die Tauben, Vögel, Getier, Gang. Lukas Wendland, Moneyboy, du böser Hühnermann. Smiley, True, ich bin der Chicken Man, ich bin der Chicken Man. Ich esse das Chicken auf und bekomme von dem Chicken einen dicken Bauch. Yes, sir. Lil Wayne oder Young Thug? Lil Weezy, Young Money. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Ja, ich bin schon ein bisschen weg von diesem Trip mit dem Gucci Main Belly und so. Der Boys wird jetzt langsam wieder ein bisschen fit und so, aber das ist kein Widerspruch. Ich bin natürlich nach wie vor KFC, Dunkin' Donuts, jeden Tag am Fooden. Der Christopher Le Rio fragt, wie fly bist du heute? Swag. Yo, der Boys Flyer ist ein motherfucking Adlertier. Kra, kra. Ich bin ein Businessman und ich mache einfach mein Business, Mann. Shisha am Smoken, hier bei Dislike. Du willst nen Fistfight, ich komm mit dem Springknife. Schlitz dir deinen Bauch auf, schlafe meinen Rausch auf. Wach auf in der Villa mit mehr Bitches als ein Laufhaus. Yeah, wir sind back hier am Grinden. Mit den Comments, Dislike, let go. Du bist wer? Hustensaft, Manfred? Kannst du meiner Nachhilfestunde kommen, auf jeden Fall? Da werden viele Sachen durchgenommen, unter anderem auch meine Patienten. Ja. Und ja, kannst du gerne hinkommen, ist auch nicht allzu teuer. Aha. Ich kann zahlen, ist kein Thema. Okay, gut. Get paid in full, so wie Killer Cam. Keiner ist iller Dan, dieser real man hier. Die Shisha am Smoken. Sheesh. The boy hat gespoken. You already know. Wie geht's dir? Gut, alles Gucci. My ear just got Ebola. Please make it stop. Ein bisschen Ebola ist eh nice to have. Also ich gebe da keinen Fick drauf. Ich mache diese Jokes und die brauchen sich auch nicht anbiedern. Und Respekt hier und da. Und dann aber so rappen, ich weiß nicht, so wie ich es auch cool finde, so keine Ahnung, ich fick dich mit dem Säbel in den Anus und töte deine Mutter und verspeise sie und so. Sowas würde ich auch rappen und da soll sich niemand aufregen, das ist halt einfach so. Okay, check das aus, check das aus. Ich sag,
Moneyboy live hier im Worldwide Wohnzimmer. Ihr wisst, ich bin der Designer Baron. Ist es nicht Louis V, dann rock ich V Lone immer. Du bist ja, was ich weiß, bist du Magister. Das heißt, du bist, glaube ich, der Einzige am Tisch, der ein abgeschlossenes Hochschulstudium hat. Definitiv, ja. Das nährt wieder doch den Gedanken, dass es alles Fake ist, was du machst. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, auf jeden Fall. So, aber ist es dir eigentlich peinlich, dass du Magister bist? Nee, das überhaupt nicht. Bist du der einzige Magister im Gangster-Rap? Ich glaube schon, aber das hänge ich jetzt nicht so an die große Glocke, no homo. Es ist Dienstag, 4.30 Uhr. Ich schaue Moneyboy-Interviews an. Ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren. Ich finde es eine sehr sinnvolle Freizeitgestaltung auf jeden Fall. Zum Glück gibt es von Moneyboy so viel Material auf YouTube, hunderte Videos. Kann man schon schön einen Abend oder eine ganze Nacht verbringen. Ein bisschen was smoken. Ein bisschen LSD taken oder so und die Interviews ansehen und so. Und das ist gut fürs weitere Leben. Auf jeden Fall kann man viel lernen. Ich finde, als Mann sollte man sich nicht so sehr beschäftigen damit, was ein anderer Mann macht, weil das wäre ein bisschen homo. Und darum interessiert mich auch nicht, was irgendein anderer Dude über mich denkt oder von mir watcht oder feiert oder nicht. Das ist ein Homo-Shit. Und aber, also das interessiert mich nicht. Draußen an eurer Kabine steht Moneyboy und auch Cameron dran. Teilt ihr euch eine? Ja, also da besteht eine Verbindung. Ich bin ja auch jemand, der diesen Dipset Cameron, ich bin einer seiner größten Fans und so. Und das haben sie passend zusammengetan, weil die wissen natürlich, so ein Cameron kann nicht natürlich chillen mit einem, mit Cosmo Gang oder mit irgendwelchen verkrüppelten Missgestalten so. Den musst du reinputten, wo die Leute Drugs haben, swaggy sind und so. Und drum haben sie es genau gewusst. Cameron ist ein ignorant ass hitter, so wie Moneyboy. Und das passt gut zusammen und drum haben die das zusammengetan. Haben wir also richtig viel Schwein, dass du in diesem Jahr noch hier beim Splash bist? Wahrscheinlich nächstes Jahr schon in Hollywood. Ja, nee, das ganz real talk. Das war nur ein Gefallen an meine Jungs und einfach so was Korrektes oder irgendwie da, um mal auch ein bisschen positive PR zu bekommen und so. Deswegen bin ich hierher gekommen, es hat keinen anderen Grund und so. Und dann habe ich größere Fische zu fangen, so wie Forellenschorsch. Die Karriere läuft also spitzenmäßig. Hast du noch vor, einen Doktor zu machen irgendwann? Ich meine, wissenschaftlich hast du ja auch schon einiges geleistet, zum Beispiel einen Uni-Abschluss, was ja viele vergessen. Ja, in der Tat. Also den Maverick, seinen Fernseher hat Karan geklaut. In der Tat. Karan Puma hat von Maverick Berlin den TV geklaut, Real Rap und auf eBay Kleinanzeigen vertickt. Also in der Tat, kann ich dazu nur sagen. Und Doktortitel, ja, habe ich ja schon. Ich habe einen Doktortitel. Ja, in der Tat. So, das heißt, das brauche ich jetzt nicht mehr machen. Wie kann ich mich noch steigern? Professor, aber ich meine so, Professor. Money Boy, nee, ja. Wer weiß. Super, ey. Professor Moneyboy. Ich weiß nicht, ob man damit Bitches gettet. Auf jeden, mit Intelligenz und Doktortiteln immer. Ja, aber so ältere Bitches mag ich nicht. Der Boy steht ja mehr auf Teenager, Girls, also im legalen Raum. Es ist ja auch eine Art Cobra. Das ist so die Zunge, no homo. Und es stellt auch wirklich so eine Cobra dar. Codein Cobra. Yo, Moneyboy, Glow Up Dinero Gang, Eagle Gang. Shoutout an alle, Bird Call. Wir sind hier, wir sind definitiv hier im Gebäude. Dislike, das war's von mir, das war's von hier. Swag. Bang. Yes, sir.